Es ist unglaublich, wie viel Vorarbeit notwendig ist, bevor ein Loch in der Wand wirklich die Bezeichnung Fenster verdient. Damit die Wand über dem Fenster sich nicht senkt, braucht jedes Fenster einen Sturz, der genau vom Statiker berechnet wurde. Der Sturz muss nicht nur passgenau sitzen, sondern auch gleichmäßig aufliegen. Ja, sitzt. Und wie sieht's bei den vergrößerten Fenstern aus? Also wir machen da jetzt die Träger rein. Und da gibt's nachher zwischen dem Träger und dem Träger ist der Hohlraum. Und der muss jetzt richtig gedämmt werden. Da kommt Steinwolle rein. Sonst gibt es dann nachher Komplizwasser. Weil nachher die zwei Träger sind bündig aneinander, kommt nachher niemand mehr her. Also muss man gleich machen. Zukunftsfähig war die alte Fensterbauweise jedenfalls nicht. Der Sturz ist angegriffen worden oben, haben wir so eine halbe Sturz abspitzen. Und die Armierungseisen, die drin waren, die waren auch irgendwo auf der Höhe drin. Die sind auch alle rausgefallen, also die statisch ist nicht mehr zulässig. Wegen dem kann man keine normale Beton-Fertigstürze reinmachen. Wir müssen mit Eisen arbeiten. Also, da haben wir vorher Auflager oben vorbereitet. Da brauchen wir nicht praktisch bloß nach oben drauf legen. Mhm. Und dann wird da oben wird der Zwischenraum wird mit Beton und Mortel ein Gemisch, wird das auch gut unterbaut. Also. Nicht schlecht, oder? Passt. Gut, okay. Ja. So, das war's. Auf zum nächsten. Also, wir haben jetzt mal den inneren Sturz gesetzt und den habe ich gleich vermortelt. Wenn bloß einer drin ist, geht es leichter als wenn zwei drin sind. Oben die Fuge. Bei den kleineren Betonstürzen reicht normaler Mörtel auch Speis genannt aus. Bei den großen schweren Eisenträgern benutzt man zur Unterfütterung Quellbeton, weil sonst der normale Mörtel einfach weggedrückt würde. So, passt. Bei einer tragenden Wand verwendet man auch zur Überbrückung kleinerer Entfernungen Eisenträger. Aber richtig spannend wird es natürlich bei den ganz breiten Fenstern. Die Träger muss man halt gut untermotteln, dass es nachher keine Setzungsrisse gibt. Beim Bau 2,75 gibt es Fenster, dann jeweils 25 cm Sturzauflage. Das bestimmt der Stahl. Die Stärke von den Eisenpainern, ja. Und die Auflage auf der Wände. Ja. Da laufen mindestens 1, 2, 3, mindestens 3 oder 4 Balken, dicke Balken, liegen da drauf, wo nichts mehr ist. Der hat eine statische Auflage von 25 cm in dem Bereich. Und der ist gerade mit dem Mauerwerk bündig eingebaut und kriegt da dafür nur die Stahlstütze. Da oben liegen Balken drin, wo ich das Mauerwerk abgefangen habe zuerst. Dann hat man den ganzen Betonsturz entfernen. Den Eisenpeiner, da habe ich über das Gerüst rein auf Gerüstbecken stellen. Dann hochdrücken einseitig, also mit großen Gerüstbecken, also auf einer Seite hoch. Bolzen stecken, andere Seite hochheben, Bolzen stecken. Wieder auf der anderen Seite hochheben und am Schluss sind die Stahlrohrstütze drunter kommen und da hat man die genaue Justierung damit gemacht. Jetzt sind die Stahlstütze genau gemessen worden da drunter an der Wand und die werden nachher eingebaut. Und die werden dann wieder verkleidet mit der Gipsplatte und so. Da kommen jetzt noch zwei Stahlstütze runter, wo dauerhaft drin bleiben. Vor dem Vermörteln wird noch ein Brett außen angebracht, damit es das Material nicht direkt nach außen durchschiebt.